Okay, weiter geht's. Angriff. Eisenschwert. Und ist er jetzt tot? Egal, meiner hat noch... ich habe schon gewonnen. Hoffe ich jetzt mal. Aussetzen. Möchte sie... nein. Ende. Okay, er greift meinen an, aber das war ein Fehler von ihm und er ist tot. Zugu ist tot. Verdammt! Es war nur von einem einzigen Mädchen die Rede. Und Level Up für sein. Sehr gut. Schönes Level Up. Und keiner ist gestorben. Sehr gut. Das war der letzte. Fantastische Arbeit, Schoko. Kein Problem. Yay, heroisches Bild. Und nun zu den Rittern von Nisia. Ihr wolltet eure Geschichte mit mir teilen? Ich dachte, ihr wollt was anderes teilen. In der Tat. Wir kamen aus Sinnern in Lysia, um jemanden zu finden. Lysia, das Land jenseits der Berge im Südwesten, nicht wahr? Genau, wir kommen als Botschafter zum Lady Madeline, die vor 19 Jahren mit einem Nomaden ausriss. Madeline? Die einzige Tochter unseres Lords, dem Marquis von Sillen. Sein Herz brach ob des Wissens, dass seine Tochter ihn so im Stich gelassen hatte. Letztendlich erklärte der Marquis, dass er gar keine Tochter hätte. Doch dann erhielten wir in diesem Jahr einen Brief von Lady Madeline. Darin war zu lesen, dass sie, ihr Ehemann und ihre Tochter glücklich in den Ebenen von Sak-E lebten. Der Marquis war zutiefst erfreut zu erfahren, dass er eine Enkelin von 18 Jahren hatte. Ich erinnere mich gut an das Lächeln auf seinen Zügen, als er bekannt gab, er sei plötzlich Großvater geworden. Der Name seiner Enkelin lautet Lindis. Dies war auch der Name der Gattin des Marquis, die schon in jungen Jahren von uns ging. Lindis? Dass sie nun diesen Namen trug, befreite die Marquis Herz vom Eis. Nunmehr ist es ein einziger Wunsch, die Familie seiner Tochter zu sehen. Deshalb sind wir hier. Wir wussten nicht, dass Lady Madeline nun wenige Tage, nachdem sie ihren Brief sandte, ihr Leben lassen musste. Erst kurz nach unserer Ankunft hier in Bulgar erfuhren wir davon. Doch hörten wir auch, dass noch nicht alles verloren war. Denn ihre Tochter ist noch am Leben. Wir erfuhren, dass sie alleine in den Ebenen lebt. Ich wusste es sofort, ihr seid Lady Lindis. Wie kommt ihr zu dieser Annahme? Die Ähnlichkeit zu eurer verstorbenen Mutter ist bemerkenswert. Wie, kannte ich denn meine Mutter? Es tut mir leid zu sagen, dass ich sie niemals persönlich traf. Doch sah ich ihre Porträts auf Schloss Selin. Für die Leute meines Stammes war ich immer Lin. Doch wenn ich mit meinen Eltern allein war, wenn wir nur zu dritt waren, dann war ich Lindis. Es ist alles so seltsam. Ich stand alleine auf dieser Welt. Doch nun habe ich einen Großvater. Lindis, ich hatte nicht geglaubt, diesen Namen noch einmal zu hören. Wartet. Dieser Bandit, auch er nannte mich Lindis. Was? Wie konnte er? Er war ein Spießgeselle von Lord Lundgren, nicht wahr? Lundgren? Wer ist das? Er ist des Marquis jüngerer Bruder. Jedermann nahm an, dass Lady Madeline für immer fort wäre. So wäre Lord Lundgren zum Erben des Titels des Marquis geworden. Offen gesagt, Milady, eure Existenz ist ein Hindernis für die Ambition eures Großonkels. Aber ich hege kein Interesse, einen Titel zu ererben. Unglücklicherweise ist euer Großonkel nicht die Sorte Mensch, die so etwas annehmen würde. Ich befürchte, die Bedrohung eures Lebens wird andauern. Was soll ich tun? Begleitet uns nach Selin. Auf diesem Weg zu bleiben ist gefährlich. Ich fürchte, mir bleibt keine Wahl. Ich werde mit euch kommen. Okay. Schoko, es tut mir leid. Es hat sich alles verändert. Was? Was wirst du tun, Schoko? Du willst, dass ich entscheide? Natürlich werde ich deine Freundschaft viel dazu beitragen, meine Reise
zu erleichtern, aber es wird sehr gefährlich werden. Du kommst mit uns? Bist du sicher? Oh, vielen Dank, Schoko. Lass mich dich noch einmal um deine Freundschaft um Hilfe bitten. Ich bin jetzt schon bei Kapitel 2 und das ist gerade der vierte Part oder so. Am Rande von Bulgar liegt ein kleiner Schrein. Dieser alte Tempel, geheiligt vom Volke von Sag-E, ist schon seit langem für sein starkes Band zur Welt der Geister bekannt. Vor Beginn ihrer Reise kommen unsere Helden hierher, um für ihr Wohlergehen zu beten. In diesem Schrein wird Lindes Händen ein großes Vermächtnis verliehen. Okay. Ich trinke mal was. Schwert des Geistes. Shaman King. Okay. Schoko, halte inne und erlaube mir einen Umweg. Östlich von hier wird ein heiliges Schwert in einem Schrein aufbewahrt. Die Völker von Sag-E beten dort für ihre Sicherheit vor Antritt einer langen Reise. Oh. Wie pittoresk. In Elibe findet man die meisten Anhänger der Lehren von Elimini. Es ist schön zu wissen, dass man hier die alten Traditionen hochhält. Oh. Alter Mann, bleib wo du bist und hüte deine Zunge. Bedroh mich, wie es dir beliebt, aber das Manikati gebe ich nicht auf. Das Manikati ist eine heilige Klinge und steht unter göttlichem Schutz. Es kann nicht von seiner Ruhestätte entfernt werden. Du bist ein Narr, alter Mann. Was nützt ein Schwert? Schmeckt es doch kein Blut? Blut? Dieses Schwert im Kampf? Welch Sakrileg! Sakrileg? Ich bin Glas. Die Götter fürchten meinen Namen. Ich bin Glas, klar. Die Götter fürchten deinen Namen. Mein Schwertkunst kennt keinen Makel. Nun, und wenn ich nach diesem Schwert verlange, so wird es auch mein sein. Und jetzt geh mir aus dem Weg, alter Mann. Oh. Okay. Ah, welch Glanz. Es ist noch weitaus großartiger, als ich es mir vorgestellt hatte. Dieses Schwert wurde für einen Kämpfer meines Schlages erschaffen. Was soll das? Ich kann das Schwert nicht aus der Scheide ziehen. Die Geister, die der Klinge innen wohnen, haben über dich geurteilt. Du wurdest für unzulänglich befunden. Sie haben dich abgelehnt. Was? Hör zu, du geniler alter Sack. Sollte dir dein Leben lieb sein, gehst du mir aus den Augen. Okay, der Mann ist geflohen. Verdammt, missgünstiges Geistervolk. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Stein für Stein werde ich diesen Schrein abtragen. Und wir haben jetzt... Verzeiht, edle Dame. Seid ihr auf dem Weg nach Osten? Vielleicht gar zum Schrein? Das sind wir in der Tat. Beeilt euch, bitte. Der Priester dort braucht eure Hilfe. Vor kurzem erst sah ich eine Bande von Raufbolden dorthin gehen. Ich glaube, sie wollen das heilige Schwert des Schreins entwenden. Das Manikati? Sie wollen es stehlen? Das darf ich nicht zulassen. Ihr scheint mir tugendhafte Leute zu sein. Bitte helft dem Priester. Lin, was habt ihr vor? Wenn ihr dem Priester zur Seite stehen wollt, müsst ihr euch vorbereiten. Ihr habt recht. Sag, Schoko. Im Süden sehe ich einige Wohnhäuser. Vielleicht sollten wir dorthin, um die Bewohner zu befragen. Die drei Gebäude im Süden sind Wohnhäuser. Du kannst mit den Leuten sprechen, die dort leben. Manchmal geben sie dir die Tipps für den Kampf oder nützliche Informationen zu Land und Leuten. Ein offenes Ohr zu haben, zahlt sich aus. Soll ich die Führung übernehmen? Na und gut. Sag mir, was ich tun soll, Schoko. What the fuck? Ich kann das jetzt nicht gerade lesen. Besuchen. Seid ihr nicht. Oh, ihr wollt dem Priester helfen? Nun, vielleicht ist euch von Nutzen, was ich vorhin gesehen habe. Es ist wahr, die Banditen bewachen den Haupteingang sehr streng. Doch ist eine Wand des Schreins rissig und im schlechten Zustand. Vielleicht schafft ihr einen weiteren Zugang, wenn ihr diese Stelle mit euren Waffen bearbeitet. Wir alle zählen auf euch. Okay. Das ist ein schickes Sein, um noch eine... Ja, okay.
aber im nächsten Part.